Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Armored Warfare mit dem T-72 Ural Eis. Ja, Eis steht für seine Eisausführung. Das ist einer der Panzer, die es in dem besonderen Pack gab. Und man sieht natürlich hier der Eisbär, ganz prägend für die Panzer. Der ist baugleich zu seinem normalen Freund, sag ich mal, dem normalen Panzer aus dem Tech-Tree. Allerdings hier ist es eine Premium-Variante und entspricht der Elite-Ausführung. Also gleichzeitig der besten Ausstattung, die der T-72 so entsprechen kann. Und dementsprechend für jeden großen Fan vom T-72, der Bock auf den Panzer hat, aber sagt, okay, und ein bisschen mehr Credits wären ganz nice, dann hier zuschlagen, mitspielen und den T-72 Eis auspacken. Wir schauen uns die Details dazu mal an. In dem Fall handelt es sich natürlich um einen Kampfpanzer, wie bei allen anderen Eisausführungen auch. Sind immer Kampfpanzer. Dieser in Russland entwickelte Kampfpanzer wurde als kostengünstiges Update des T-64 kreiert. Nach Produktionsbeginn 1973 wurden insgesamt 25.000 Einheiten gebaut, was ihn zum zweitmeist produzierten Panzer nach dem Zweiten Weltkrieg macht. In seiner langen Geschichte hat der T-64 Einsätze in Osteuropa, Zentralafrika, Westafrika und Westasien erlebt. Im Laufe der Jahre wurden viele Varianten produziert, von denen die bekannteste wohl der T-90 ist. Alpha-Schaden 445, Durchschlag 325, absolut gut. Anhaltender Schaden 2800, typisch für einen Kampfpanzer, dass der anhaltende Schaden einfach nicht so hoch ist wie bei anderen Varianten. Schutztrefferpunkte 1415, Wanne 220, 130 und 40. Der Turm ist dann nochmal sehr, sehr, sehr ordentlich mit 375, vorne 175 und 120. Endgeschwindigkeit knappe 60 km/h, 59,4. Und die Tarnung sowie die Zielerfassung sehen wir jetzt uns gleich im Gefecht an. Also, springen wir rein. So, da sind wir also jetzt im Gefecht, das Vorgebirge. Und wir haben hier 6, 5 und im Gegnerteam sogar einen 4er. Artis gibt es keine. So wie ich das hier auch auf den ersten Blick. Ne, keine Artis. Dafür ein 3er-Zug mit den M60A3. Ja. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie diese Runde jetzt so abgehen wird. Ich muss sagen, ich habe die Karte noch gar nicht oft gespielt. Deswegen taste ich mich da mal so ein bisschen ran. Ich bin hier ganz schön alleine. Das ganze Team ist da drüben. Hoffe ich, dass ich da nicht auf den Dreierzug treffe. Na, da vorne, da kommt es doch bestimmt gleich zu ordentlichen Schießgelagen. Das schaut doch aus, als nach einer Stelle, wo ich sage, da habe ich meinen Spaß. Denkt sich der wahrscheinlich auch. Schaut super cool aus. Schöne Explosion. Okay, da passiert noch nichts. Ich fahre auch weiter. Du kannst da stehen bleiben. Wenn der andere da so vorprescht mit dem C-72, dann kann ich das auch. Ne? Der ist... Eieiei. Gott sei Dank ist es nicht so, dass der Panzer hier mit explodiert. VFM MK5. Einer der Sechser. Mit dem legen wir uns gleich mal an. Satz mit X. Oh, ich bin da offen. So, wo ist er? Wo ist ein Gegner? Gib mir einen Gegner. Gib, 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 gib. Da hin. Komm schon. Uiuiui. So ein kleiner, flinkes Etwas.
Oh, das gibt's ja nicht, wie flink der ist. Wäre zwar sehr schön gewesen, aber man kann ja gefühlt nicht alles haben. Das kommt ja wieder her. Langsam drehender Turm. Ah, die Kanone. Ah. Bis jetzt bin ich mit meiner Stellungsvariation hier noch gar nicht zufrieden. Mit meinem Aiming. Ziel identifizieren. Abgeprallt, mein Freund. Abgeprallt. Identifizieren. Ach, gibt's doch nicht. Wir haben was abgekriegt. Ja, war klar, dass wir da was abbekommen. Ziel identifizieren. So. Was du da jetzt brauchst, meinst du, ich finde dich jetzt nicht mehr, oder was? Okay, scheinbar finde ich dich echt nicht mehr. Ach Gott, ey. So, da ist jetzt er. Nee, so nicht. So ganz sicher nicht. So, und jetzt von hinten an die Jungs ran. Ist doch nicht. Natürlich haben wir das abbekommen. Kann so anders sein. Unschöne Position hier. Aber ich hoffe mal, dass nicht der jagt. Dann gleich eine vor den Latz geben kann. Na, komm schon. Ne, scheinbar ist er nicht in der Jagdstimmung. Aber ich bin jetzt auch nicht in Stimmung, da runter zu fahren. Er hat da einfach die schönere Stelle von uns beiden. Quietscht, keucht das Ding. Unglaublich. Ich will jetzt vielleicht meinem Team hier ein bisschen helfen. Er geht nicht auf. Nur ich gehe auf. Ist klar. So, jetzt hoffe ich ja, dass der M60 da jetzt noch irgendwo kommt. Ich bin auf jeden Fall mal der Letzte. ...1,8 steht's. Es tut mir leid, aber ich glaube, da werde ich keinen Sieg verbuchen können.
Aha, bin schon wieder offen. Weg und da bin ich weg, weil der M60A3 mich trotzdem jetzt noch besiegt hat. Ja, 07, ich habe mein Möglichstes getan, ich habe 3 Abschüsse geleistet und bin hier mit meinem 5er in ein 6er Gefecht gekommen. Also von dem her kann ich mir da jetzt keiner Schuld bewusst sein, da nicht alles fürs Team getan zu haben. Auch wenn am Anfang das Aiming ein bisschen und ich war einfach desillusioniert. Ich habe mich irgendwie ja erstmal zurechtfinden müssen. 1876 Schaden. Damit bin ich auf Platz 4 gelandet und von den XP ebenfalls auf Platz 4. Ne, ich bin vom Schaden auf Platz 3, von den XP auf Platz 4. Also, da kann man sagen, ich habe mich angestrengt. Und man sieht natürlich am meisten Schaden auf den VFM5 landen können. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr war trotzdem einigermaßen schön und schön anzusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramp.